Ah, hier waren wir schon mal. Gut, 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 gut. Shortcut. Wir cutten short. Herzlich willkommen zurück zu Code Vein. Als nächstes geht's zum Boss. You don't have to fight anymore. Don't worry. It's all gonna be okay. I'll take on the relics now. Don't try to stop me. Okay, ja. Also der Sand, nicht der Wind. Ja, was soll ich jetzt machen? Ist das so ranged? Sie ist das so tödlich. Alter, opfert die viel Leben für mich. Du opfert fast ihr ganzes Leben. Wir haben eine gute Zeit. Das ist nicht so der Über-Mega-Boss wie die anderen, wo ich zu schwach war. Jetzt haben wir eine gute Waffe, wir haben viel Ausdauer. Ein guter Buff. Ab Level 105 ist das Spiel sehr angenehm. So, it's over. No, this isn't the end. Come on, let's go see her again. What do you say? It's not possible. Thank you.
first met Jack, I was just a possession owned by revenants. My throat was ruined. I couldn't even speak. But he took me in without a second thought. I always felt that I was in his debt. I have a naturally high compatibility, so if there's any way that my body could possibly be of use to him, then it is his, even if it costs me my humanity. You're finally awake, Jack. Are you still in pain? I must have fallen asleep. I'm fine. Don't waste your voice on me. This isn't the time for it. I'm afraid I can't obey that order. I enjoy singing for you too much. Don't blame yourself for this, Jack. You were always so kind to me. I have no regrets. Still, I wish I could sing for you one last time. I've put you through far too much. No, you haven't. When I first met you, I had absolutely nothing. You gave me the light of hope. And my voice. Please, don't be sad, Jack. From the moment I took on my role, I knew this would eventually be my fate. But I was still happy. Because I was with you. Yeah. Me too. Your mission is an important one. So go on, and burn bright while the candle of life still burns. Eva, will you sing for me again? One last time? Familiar cadence, smell the scent of your youth, fragrant in the breeze, sitting in your bedroom,
All alone you wait to hear the sound of a door once locked now opening. Every time your frozen memories come to fall, bit by bit melt away till there's nothing at all. Even when they're gone, you hold on so tightly to them. In the distance, old familiar cadence. Na dann, werden wir die Gute mal wieder zurückholen, oder? Für Jack. The relics. Eva! Eva! She's back to normal! Amazing! Did she resist the relic's effect? Maybe it's because we were there to treat her immediately. Thank you. You held the threads of my tattered heart together. Eva, I don't know what to say. You don't need to say anything. Would you let me stay with you a while longer? Do you even need to ask? Süß. We're going after Mito. Wait. How do you even know where he is? He's performed countless experiments on the relics. And now, he's stolen the ones inside Eva. I think I know what his plan is. Reviving the Queen. In order to do that, he'll have to take Silva's relic as well. So, Silva's a successor. That's not the only problem. The Red Mist. The jail of the mists that covers the world and deepens Revenant's bloodthirst. The one who created it is none other than Silva. What? Why would Silva do that? Soldiers were needed to fight the Queen when she frenzied. Since humanity had already suffered significant losses, Revenants were created to swell the ranks. In the end, we succeeded in stopping the Queen. But there are a lot of humans living in the world outside. Without the Red Mist,
both starving revenants and the lost would be able to roam freely. It was created to prevent further tragedy. Though, I have to admit, if every revenant was like you, it wouldn't have been as much of a concern. We'll take the path to the fortress. With speed and a little luck, we might catch him. Oh, and don't forget. Those who carry a relic are always at risk of frenzy. Don't let your guard down, not even for a moment. You have sharp eyes, kid. Harmonia. Ja. Es neigt sich dem Ende zu. Mit dem Teleporter können wir wahrscheinlich da vorne in die Festung rein. Sollen wir schon? Natürlich. Komm. Oder? Ja. Gruftspitze. Ja. Wollen wir gleich Level upsen? Auf Level. Stufe. Wow. 110. The Provisional Government's Fortress. Something is strange. Such a complicated construction. Kompliziert, ja. They do not intend to let us pass. It's wise to be prepared. Hat er ziemlich gerade abgeschossen. Did you find something good? Hast du auf mich geschossen gerade? Nee. Ich hoffe, das war nur so ein Schlag von dem. Nicht, dass sie mich jetzt die ganze Zeit von hinten abballert. Da ist eine Leiter dann. Ja, 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 komm. Weiß ich auch. There are so many lost here. This tower reminds me of the cathedral. Was hat gesessen bei ihr? Von ihr, bei ihm. Symbol 3. Das ist jetzt so ein PvP-Gegenstand. Ja, wie gesagt, wir nähern uns dem Ende anscheinend. Aber mir wurde gesagt, es gibt noch ein gutes Schwert. Was mir gefallen würde. Ah. Das Geräusch einer Leiter ist zu hören, ja. Also. Wenn man das nicht sieht. Ja, es erinnert schon ein bisschen an die Kathedrale. Ja.
this? Königin Titania, aber ich hätte jetzt gern so einen Königin Wolfram. Der sieht stark aus. Ah ne, es ist nicht so stark. Hallo, hallo, hallo. I hope this short nap does you some good. Was geschieht? Da ist ein Ausgang, da geht's auch raus. I believe we can climb that. Gehen wir mal hoch. Der offensichtliche Weg ist meistens der falsche. Ja, nice. Also hier kommt bestimmt Gegner runter. Well, I guess that's an order. All right. Are you ready, squad? Das war's, oder wie? Kein Kampf, gar nichts. Wir haben sonst vorbereitet. I'll be there soon. Du bist vor mir da, du hüpfst einfach runter. I know you can do this. Aha. Geht's hier hin? Ja, es ist ein Labyrinth. So ein labyrinthiges Labyrinth. Alter, was? Hat die denn jetzt verräumt? Ich habe nicht mal gesehen. Eieieiei, kann ich wieder trainieren gehen offscreen? Zum Davis. Sorry, I was looking at something. Das ist ein Item, hat sie wieder erspäht mit ihren Adleraugen. Autsch. Heading there now. Paddington Bear. This place is new. Auf hier. We can certainly use this. Wieder Titan. Ja, einen Blutschleier könnte ich schon noch aufmotzen. Wird mich noch ein bisschen stärker machen. Was ist da los? Da von oben Gegner? Gar nichts. Oh, der lebt. I guess you're not Mito's underlings. I see. I barely managed to avoid losing myself there. That bastard Mito. Why would he attack members of the government like us? It's like he enjoyed hearing our screams as one by one we join the ranks of the lost. Wait, I think I hear something. Ausradieren, töten, vernichten. Lass wieder wechseln. Das hört man gerne. Aber Atlas bin ich dann sogar noch ein bisschen stärker. Als ich bin. Königin schlechter. Königin schlechter ist als so ein Allrounder. Kleine Änderung. Zwar das hier gegen Findeglück, ja.
bräuchte nämlich noch ein bisschen Titan. You've got some skills. You pulled me out of the jaws of death. I owe you. Ja, das tust du. But we're not in the clear yet. I'm worried about the guards at the gate on the top floor of this tower. It's safe to say Mito will attack them, just like he attacked us. That gate is the only way to get to the provisional government, after all. We can't let Mito get any closer to Silva. It's shameful. I got hurt in the last fight and won't be of any more use. I'm sorry to ask, but can you do something for me? Keeping Mito out is our highest priority right now. So leave me here. Go help the people standing guard on the top floor. It's shameful. I'm keep so le- okay, sagt jetzt nochmal das Gleiche. Ja, machen wir natürlich. Ist doch klar. Was soll man sonst tun? Geht weiter. Habe ich schon mal gesagt, dass ich so Stellen hasse. So Labyrinthgänge und so. Ach, jetzt geht's hier auch noch nach unten. Alter. Macht da Geräusch. Ah, hier waren wir schon mal. Gut, gut, gut. Shortcut. Wir cutten short. Heading there now. Jo. Mach ich schon, ne? Gehen wir hier hoch. We can certainly use hier hoch, vor allem. Hoch und rauf. Hof. Kennt ihr das? Wenn ihr zwei Wörter sagen wollt, jetzt kommt ganz was anderes dabei raus. Ich kenn das. Ich kenne das sogar gut. Vor allem, wenn man sich konzentriert. Sieht man so blöd dabei raus. Too bad. Ja, Vorrichtung, Vorrichtung. Die wird wohl da oben sein, die Vorrichtung. Entschuldige dich nicht dauernd. Das ist schon wieder eine Leiter. Ja. Was hat sie gefunden? Oh ja, das ist ein Schatz. Da müssen wir rüber. Dazu, wenn wir einmal hier durch müssen. Dachte ich. Aber anscheinend ja nicht. Jetzt geht das Geirre wieder los. Der Irrsinn kennt keinen Grad der Grenzenlosigkeit hier in Code Vein. Da geht's nach unten. Aber da ist auch eine Leiter. Ah ne, die ist unten. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, oder halt auch wenn euch die Videos so gefallen, so muss ich sagen, dann könnt ihr gerne auch die alten Videos angucken. Oh, ich bin so dumm. Ich habe hier einfach... Dann seht ihr mal, wie schlecht ich am Anfang war. Oder wie schlecht ich immer noch bin. Silbergewand. Das klingt interessant. Silber, 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 Silber. Silber, Silber. Bin sicher schon drüber. Silbergewand plus 8. Oh. Oh, oh. Das ist gut, aber halt langsam. Der macht jetzt einen anderen Move. Macht jetzt einen anderen Move, weil ich schwere Klamotten an habe. Nein.
Hier schlägt sie halt schneller, ne? Ey, was ist jetzt besser? Das ist schon viel besser wahrscheinlich, ne? So viel Widerstände. Komm, nehmen wir das. Vor allem ist plus 8. Ich hab nichts, was plus 8 ist. Und das war's auch schon für diese Folge. Wenn dir das Video gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast, oder lass mir ein Like da. Oder schau dir auch gern eins der vorgeschlagenen Videos an und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme.